Hallo ihr Lieben. So, wir sind jetzt auf der SEMA Show in Las Vegas angekommen. Wir waren ja letztes Jahr schon da gewesen und dieses Jahr Part 2. Und wir sind jetzt hier, um euch zu zeigen, was machen die hier, was geht hier zu machen, was sind neue Trends und was gibt es für neue Produkte. Und da nehmen wir euch jetzt mit und werden euch komplett auf dem Laufenden halten. Hier haben wir wieder eine richtig geile Sache stehen, und zwar warum? Weil wir das gleiche Projekt auch umsetzen werden. Wir haben die GDR als Liberty Walk und wir haben ja so ein Ding bestellt. Das heißt, der Mike, der Eigentümer, der unseren ehemaligen weißen GDR hat, hat sich dazu entschlossen, dass er das Auto umgebaut haben möchte. Und wir werden diesen Winter so ein Projekt realisieren. Das heißt, der GDR Liberty Walk, der GDR kriegt angefertigte Räder. Und das wird auch immer richtig geil. Und hier kann man schon mal sehen, in welche Richtung das dann gehen sollte. Wir werden, glaube ich, mit einem anderen Spoiler arbeiten. Das weiß ich noch nicht genau. Wollte ich das bestellen. Das wird nicht eins zu eins der gleiche sein. Liberty Walk bietet ja zwei verschiedene an. Oder drei verschiedene ganz und gar. Und in Deutschland muss man immer noch ein bisschen darauf achten, dass es nicht ganz so extrem wird. Aber ich denke mal, das Projekt wird richtig geil werden. Und selbst die Farbe von dem Auto finde ich mega. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt mal schnell einen Ölwechsel, oder? Ich denke, das geht ja ganz einfach. Seht euch mal die Konstruktion an. Die hauen hier wirklich komplette Achsen rein, ja? Die hauen hier eine komplett andere Rahmenkonstruktion ein. Und hier drunter sieht es aus wie Licht, ja? Also, verstehe ich nicht, ja? Also, das ist eine richtige Ansage. Und so bauen die aber alle hier die Fahrzeuge, ja? Und natürlich, was auch geil ist, ein paar LED-Streifen hinten in der Felge drin dürfen auch nicht fehlen. Also, ihr seht, was hier los ist, ist einfach, kann man machen, oder? Raptor Projekt 2? Ja. Ich denke mal. Findest du geil oder was? Das finde ich geil. Also, ich bin ja eh Pickup-Fan ohne Ende und der Raptor ist ja mein Lieblings-Pickup. Weiß ja jeder. Das war jetzt immer so gewesen, wir haben ja immer das Vorgängermodell von dem Raptor genommen, weil ich den persönlich schöner fand, wo diese V8-Motor drin. Die haben zwar den V6 EcoBoost drin, ich bin nicht an den neuen so richtig angekommen. Wenn ich ihn so stehen sehe, finde ich ihn wieder richtig mega geil. Ist, wo ich nicht gedacht habe, dass ich es hier sehe, die Corvette, die wir hier stehen haben. Ich war selber mal kurz davor zu überlegen, eine Corvette zu kaufen und wollte unbedingt den Umbau-Kit von den Kollegen hier haben. Ich habe das schon ein paar Mal im Netz gesehen gehabt und jetzt kann ich mir richtig mal angucken, wie das hier verarbeitet ist. Man sieht natürlich auch überall, ich denke mal, es war volles GFK, da sind kleine Dinger dran. So, dann, wenn man jetzt so die Radarscheiben reinschaut, haben die mit Schaumstoff ausgestopft. Naja, gut. Aber ich weiß nicht, das sieht von Weitem geil aus, aber genau. Westside. Girls are extra fine. The South Side. They dig like apple pie. The East Coast. The girls are down the ride. But I'm at the West Side. Was ja wirklich sehr, sehr viel rumsteht, ist die neue Supra. Ich glaube, das ist so ein Auto, entweder man mag das oder man mag es überhaupt nicht. In Form von dem
Bolli-Kit finde ich mega scharf. Ich glaube, da hinten steht noch einer. Ich weiß gar nicht, wir gucken mal noch. Aber auf jeden Fall, das würde mich mal interessieren, was sagt ihr? Hier in Amerika ist das Ding wirklich sehr, sehr stark vertreten hier auf der Messe. Bei uns in Deutschland gibt es auch schon ein paar Leute, die das Ding machen. Aber reizend tut mich das. Also, hier in dem Fall extrem verbreitert das Fahrzeug. Ich finde das eigentlich schon in Form von dem Umbau, finde ich das richtig, richtig cool. Was sagst du? Ja. Oder? Seht euch das mal rein. Wir sind jetzt hier am Stand vom Opa. Das ist quasi alles, was mit Deutsch zu tun hat. Die haben jetzt einen Simulator, der Demon beim 4-Meile-Rennen abgeht. Schaut euch mal rein. In die Ecke von Toyo Tires und da müssen richtig, richtig viele Sahnenstücke rumstehen. Und da bin ich voll gespannt, was wir jetzt da sehen. Also es wird mega werden, 100%ig. Das müssen wir machen. Wir hatten ja ab und zu schon mal das Thema gehabt, Breitbau. Ist das noch cool, weil wir viele Breitbauten machen? Ist der Trend noch da? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist er, oder? Also der Trend ist noch da. Ganz viele Autos sind hier verbreitert. Ganz viele Autos haben hier Rocket Bunny oder Liberty Walk. Und jetzt gehen wir mal zu einem Fahrzeug, wo ich wirklich, wir hatten vor kurzem das Thema gehabt, wollen wir das Auto, wollen wir es nicht? Ich habe erstmal gesagt, nee, jetzt, wenn ich sehe, müssen wir das machen. Wir müssen einen Lexus holen. Weil, gut, über den Chromrand lässt sich jetzt streiten, aber das Fahrzeug selber. Also ganz ehrlich, ich finde das. Genial, oder? Ich finde das Auto wirklich richtig, richtig schick. Und jetzt haben wir aber das Problem, weil sich die Amerikaner haben immer das Thema. Die bauen echt die Radwahrscheinlich nicht zu. Ne? Die schneiden die Dinger auf, setzen die Sachen drüber, aber lassen da drinnen alles offen. Und das ist das, was wir bei uns in Deutschland halt nicht machen. Wir versuchen immer alles vernünftig, wie zum Beispiel hinten, zu verschweißen. Wir bauen immer Radwahrscheinlich in das Fahrzeug rein. Wir modellieren die quasi, damit da auch wirklich kein Wasser mehr reinkommt. Aber das Fahrzeug selber hier, wie es so steht, ich finde es richtig schick. Schon wieder das nächste Highlight. Das ist so eine Sache, entweder man mag es oder überhaupt nicht. Ich finde es richtig geil. Schaut es euch an. Die neue G-Klasse, komplett runtergepackt. Wahnsinn. Wer das Rad sieht, vielleicht kommt es euch ein bisschen bekannt vor, wenn ihr das Ding seht. Ich finde, ich habe es auf Fotos schon gesehen und dachte die ganze Zeit, das gibt's nicht. Aber es ist wirklich wahr. Ich finde das richtig geil. Also, gibt es nicht anders zu sagen. Mega fettes Auto. Aber wie gesagt, es ist eine Geschmackssache. Entweder man findet es richtig geil oder gar nicht. Ja. I got my money and I was some weed up. I chopped the whole run and check, I had to re-up.
I got that work, I got that work, I put the streets up. Got top down in the summer. Hope nigga can't risk, nigga do what he wanna. I'm from Southern California. Hit the weed, man, I'm full, cause I'm coming. Girls are ocean fire, fire, south side, oh.